Damit Now spricht, sind zwei Programmboxen nötig, eine Set-Language-Box und eine Say-Box. Beide befinden sich in der Box-Library unter Audio, Voice. Von dort ziehen wir die Boxen einfach auf die Hauptarbeitsfläche und stellen sie entsprechend ein. In der Set-Language-Box klicken wir auf das Werkzeugsymbol und wählen German aus. Die Say-Box bearbeiten wir per Doppelklick und gelangen dann in die Arbeitsfläche Say, wo wir in der Localized Text-Box zunächst ebenfalls German einstellen und dann darunter unseren Text eingeben. Durch Klick auf Root kommen wir danach wieder auf die Hauptarbeitsfläche, wo wir die Boxen noch verbinden müssen. Zunächst den Programmstart mit dem Eingang in die Set-Language-Box. Danach den Ausgang der Set-Language-Box mit dem Eingang der Say-Box. Und abschließend den Ausgang der Say-Box mit dem Programmende. Nun können wir das Programm über den Play-Button in der Werkzeugleiste ausprobieren und das Ergebnis auf dem virtuellen Roboter und in der Dialogbox anschauen. Auf dem echten Roboter sieht das dann so aus. Hallo, ich bin ein humanoider Roboter und ich heiße Now. Übrigens sollte man in jedem Programm am Ende immer eine zweite Set-Language-Box einfügen, damit der Roboter in die Ausgangssprache Englisch zurückkehren kann. Seid ihr mit einem echten Roboter verbunden? Wenn ja, dann verändert mal den Text, den Now spricht. Und wenn ihr auf das Werkzeugsymbol der Say-Box klickt, könnt ihr Naos Stimmhöhe, Voice Shaping und sein Sprechtempo Speed ändern. Probiert es einfach mal.